Völlig egal, ob du ein neues Musikinstrument, eine neue Sprache, etwas für deinen Beruf oder die Schule lernen willst. Der Mensch lernt seit Anbeginn der Zeit, von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Von dem her ist es nur selbstverständlich, wenn wir etwas Zeit dafür investieren, das schnelle und effektivere Lernen zu lernen. Deshalb gebe ich dir heute auch 5 Tipps mit auf den Weg, mit denen du schneller lernen wirst und deine Freunde zum Staunen bringst. Nutze das Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip sagt aus, dass wir mit 20% unserer Energie und Zeit 80% der Ergebnisse schaffen. Für die restlichen 20% Ergebnisse brauchen wir aber wiederum 80% der Energie und Zeit. Nun gut, so genau kann man die prozentuale Verteilung nicht sagen, aber dennoch ist sie im Groben und Ganzen auf alles übertragbar. 20% der Kunden sorgen für 80% des Umsatzes. 20% der Methoden führen zu 80% der Ergebnisse. Deshalb ist es wichtig, dass du dich beim Lernen nicht auf alles, also die 100% fokussierst, sondern auf die relevanten 80%. Bei einem Musikinstrument wären das zum Beispiel die Grundakkorde und die Grundbewegungsmuster, bevor du irgendwelche speziellen Techniken lernst. Bei einer Fremdsprache wären es erstmal die Hauptvokabeln und Grundbegriffe, bevor du irgendwelche Sonderkonjunktionen und Sonderzeitformen von Verben lernst. So wirst du mit nur 20% deiner Zeit zu 80% mit anderen Menschen kommunizieren können. Zwar nicht zu 100% korrekt, jedoch gut genug, um dich zu unterhalten und zu verständigen. Sei fokussiert und nutze die Pomodoro-Technik. Hierfür ist es wirklich wichtig, alles, was dich ablenken könnte, aus deinem Lernzimmer zu verbannen. Denn die Pomodoro-Technik besagt, dass du alle Ablenkungen um dich herum ausschalten sollst und dich für eine kurze Zeit von 20 bis 30 Minuten voll und ganz fokussierst und konzentrierst. Anschließend machst du eine kurze Pause von ca. 5 Minuten. Das Ganze wiederholst du dann bis zu 4 Sitzungen, danach solltest du eine größere Pause von mindestens einer Stunde machen. Wenn es nun deine Zeit erlaubt, kannst du noch locker 2 weitere solche Blöcke in deinen Tag einbauen. So lernst du mit mehr Fokus und Konzentration und kommst deutlich schneller voran. Denn mit mehr Konzentration kannst du Informationen deutlich schneller aufnehmen und speichern. Als drittes hätten wir was ziemlich Offensichtliches, und zwar Learning by Doing. Für die meisten ist das direkt logisch. Dennoch möchte ich kurz aufschlüsseln, wie viel wir mit welcher Methode im Gedächtnis behalten. 10% von dem, was wir lesen, 20% von dem, was wir hören, 30% von dem, was wir sehen, 50% von dem, was wir hören und sehen, 70% von dem, was wir sagen und 90% von dem, was wir sagen und tun. Nur um das zu verdeutlichen, die letzten beiden Methoden sind aktive Methoden, während die ersten 4 alle nur passiv waren. Deshalb sei aktiv, mache Fehler, lehre es anderen, das sind die Methoden, mit denen du Dinge selbst am schnellsten lernst. Sei hartnäckig. Die meisten von uns geben tatsächlich viel zu schnell auf, vor allem dann, wenn wir kurz davor sind, wirklich gewaltige Lernfortschritte zu machen. Die Gründe hierfür können völlig unterschiedliche sein, doch die meisten 5 sind die folgenden hier. Wir haben keine oder nicht mehr genug Zeit dafür. Wir haben kein Geld mehr. Wir bekommen Angst. Wir nehmen die Sache nicht ernst genug. Wir verlieren einfach unser Interesse. Damit du aber in Zukunft nicht mehr einfach aufgibst, solltest du wissen, dass nach der anfänglichen Honeymoon-Phase immer ein kleiner Dip kommt, also ein Tiefpunkt. Das liegt vor allem daran, dass wir die Basics einer Sache relativ schnell lernen, doch wenn es dann etwas tiefer in die Materie geht, haben wir das Gefühl zu stagnieren oder gar Rückschritte zu machen. Wenn wir aber hartnäckig bleiben und diesen Tiefpunkt überstehen, steht uns nichts mehr im Weg, unglaubliche Ergebnisse zu erzielen. Als fünftes hätten wir dann noch bekomme genug Schlaf. Wenn wir schlafen, bekommt unser Gehirn Zeit, das Gelernte zu verarbeiten und einzusortieren, sodass wir es am nächsten Tag leichter abrufen können. Haben wir zu wenig Schlaf, hat unser Gehirn nicht die Zeit dafür. Die Folgen sind, dass wir vieles wieder vergessen und dass wir unkonzentriert sind. Dementsprechend lernen wir am nächsten Tag deutlich ineffizienter und die Zeit, die wir in das Lernen investieren, ist dann auch mehr oder weniger umsonst gewesen. Was wiederum zu einer starken Demotivation führt. Wir kommen also in einen Kreislauf, der wirklich komplett gegen unser Ziel arbeitet, Neues zu lernen. Und das, obwohl wir uns die Zeit zum Lernen nehmen. Und das alles nur, weil wir viel zu wenig schlafen.